Oh, die Kollegen sind irgendwo dran. Oh, da gehen wir mal unterstützen. Unterstützung! Wow, Kollegen, nicht überfahren. Verdammt. Ich war jetzt natürlich zu weit weg vom Auto, aber die Kollegen werden das schon machen. Ich dachte, ich unterstütze die Kollegen mal, aber das hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. So. Dann gehen wir mal hier die Einkaufsstraße entlang. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, genau. Ich wollte... Ich wollte mal eben checken, ob ich jetzt nicht irgendwie was ausgestellt habe. Interactions. Available for calls. Ja, okay, wir sind available for calls. Aber bis jetzt kam kein Call rein. Also denke ich mal, ist es nicht nötig. Alter, was für ein Plakat. So. Fußgängerzone, ist nichts mehr los. Die Geschäfte haben zu. Alles geschlossen hier. Nur noch vereinzelt der ein oder andere. Hier dürfen wir nicht weiter oder kommen wir nicht weiter. Müssen wir uns einmal drehen mit dem Fahrzeug. Oh. Hat keiner gesehen. Wir waren es nicht. Verdammt. Es ist nichts passiert. Unsere beiden Scheinwerfer funktionieren noch. So, dann fahren wir mal. Hm. Ja gut, sie hat den Verkehr aufgehalten und hat... Moment, hat sie Licht an? Sie hat kein Licht an, ne? Ist es das, was... Doch, sie hat Licht an, okay. Ich denke mal, weil sie den Verkehr aufgehalten hat. Und weil sie eventuell deswegen das Cabrio-Verdeck aufgemacht hat. Oh, rechts haben wir einen schönen Hammer und links haben wir einen schönen, was ist denn das? Ein Range Rover, irgendwie sowas in der Art. Die neuen Autos, ne? Die haben wir bisher relativ selten gesehen. Ja, das war so ähnlich, hatte ich den Porsche eingefügt. Der ging aber leider nicht. Das ist jetzt aber der normale Comet. Wieder ein Stolen Truck. Na gut. Wir haben ja schon mal den Stolen Truck relativ gut abgeschlossen. So. Dann machen wir das Ganze nochmal. Wir haben nur Code 2. Beziehungsweise noch kein Code 3. Normalerweise könnte ich jetzt auch mit Sirene fahren. Aber bis wir da sind, können wir erstmal nur mit Blaulicht fahren. Über rote Ampel. Werden wir so fahren. Ich versuche sowas jetzt auch öfters jetzt mal zu machen. Wenn ich über rote Ampeln fahre, mal die Sirene kurz einzuschalten und dann ja, quasi normal weiter. Oder über Kreuzung. So wie hier. Aber jetzt sind wir eh auf einer Vorfahrtsstraße. Von daher denke ich mal, sollte das so genehm sein. Die Leute, die hier aus den Straßen kommen, die sollten uns eigentlich sehen. Außer es sind totale Dummbatzen wie dieser Mann hier. Oder dieser. Oder, ja, Autofahrer. Totale Dummbatzen. Also so schnell, muss ich sagen, ist der jetzt hier nicht, ne? Wobei, der kann schon relativ gut Speed aufnehmen hier im oberen Bereich. Also hier beim Berg- und Talfahren. Also beim Bergfahren vor allem. Berghoch. Die Serpentinen hoch hier durch Vinewood. So, wir sind auch gleich hinten dran. Dann können wir die Sirene voll einschalten. Da war eine Kreuzung. Ah, Mist. Jetzt haben wir Schramme schon wieder im Auto. Aber das macht nichts. So, 200 Meter noch. Dann haben wir ihn eingeholt. Schalten wir mal die Sirene voll ein. Ah, so ein Stone Chunker ist es. Ohne Anhänger. So, Controller erstmal wieder weg. Im Controller fährt es sich einfach schöner manchmal. Er will auch nicht so anhalten. Der Herr, wenn Sie nicht sofort anhalten, werden wir gezwungen sein, Ihre Reifen zu zerschießen. Also bitte halten Sie an. Das kann unter Umständen gefährlich für Sie werden hier. Das war der erste Reifen. Wir befinden uns hier auf Serpentinen und im schwierigen Gelände. Halten Sie das Fahrzeug an. Immer noch keine Reaktion.
Immer noch keine Reaktion. Oh, schade, dass der, dass die Brücke jetzt nicht nachgegeben hat. Ich denke mal, das haben wir einigermaßen gut gelöst. Er hält an, ne? Beziehungsweise er hat auch keinen Vortrieb mehr. So, runter auf den Boden. Auf den Boden, habe ich gesagt. Runter mit ihnen. Wehe, sie widersetzen sich der Staatsgewalt. So, mitnehmen. Jetzt buggen wir hier so ein bisschen im Fahrzeug, aber das ist nicht schlimm. Assistance required for a suspect placed under arrest in Great Shepherd. Ah, da sind die Kollegen schon. Hallo, grüß dich. Nimmst du den mal mit? Der ist hier gerade mit einem geklauten LKW lang gefahren. Den Bericht schreibe ich dann später. Vicious Dog reported. Naja, wir sind noch nicht im Einsatz wieder. So. 10:12, 13:38 hört. Wir sind wieder frei. So, dann fahren wir mal weiter auf Streife. Oh, oh, der Hase. Den hat's. Na, er hat's doch nicht erwischt. Der ist noch drunter hergehoppelt. Sah so aus, als hätte es ihn erwischt. So. Attention all units. Assistance needed in Palato Forest. Palato Forest. Boah, 5 Kilometer bis dahin, aber wir werden mal den Kollegen unterstützen gehen. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist es ja tatsächlich irgendwas Schlimmes. Ja. Das Tier müssten wir jetzt eigentlich erschießen, aber es lebt. Naja. Ich sehe es leider nicht mehr. Theoretisch hätten wir jetzt das Tier erschießen müssen. Wir wurden Zeuge dieser. Ja, dieses Verkehrsunfalles. Ah, ne. Speed wollte ich gar nicht checken. Ich wollte eigentlich den hier mal ganz kurz machen. Ich mag das nämlich nicht, wenn die Polizeiautos beschädigt sind. Ich weiß nicht warum. Gut, das eine oder andere Polizeiauto hat wahrscheinlich auch noch einen Bug, dass die ganze Karosserie dann flöten geht. Ihr habt es noch nicht gesehen. Ich habe es schon gesehen. Und zwar in der vorherigen Modded-Version. Und da dachte ich so, nein, das sieht nicht schön aus. Und seitdem tatsächlich fixe ich einfach mit dem Trainer, mit dem Native Trainer. Das ist ein ganz normaler, simpler Trainer, der auch im Moment der einzige ist, glaube ich, neben Rage Plug-in Hook, das richtig funktioniert. Wobei Rage Plug-in Hook auch noch nicht so hundertprozentig funktioniert hat, aber naja, das ist eine andere Geschichte. Das hat was mit Windows auch zu tun. Wieso? Wieso, meine Lieben? Wieso hat er uns gerade so angehupt? Wir hatten Vorfahrt. Wir sind die Polizei. Wir haben immer Vorfahrt. So, wir fahren mal ein bisschen schneller. Der Kollege, der braucht uns ja. Und unsere Unterstützung braucht er. So. Wow. Da kam man ein bisschen in Schlingern, aber das macht nichts. Ich meine, wir sind dafür ausgebildet für wilde Fahrten. Wie man merkt. Und deswegen finde ich die Controllersteuerung auch geiler, weil du bei solchen Ausrutschdingern, wenn ihr so wegrutscht, viel besser gegensteuern kannst, viel feinfühliger steuern kannst, als wenn du das mit Maus und Tastatur spielst. Oh, das war auch knapp. Allein schon dieses Rumsliden ist, Hochsliden ist einfacher. Also vom Fahrkomfort, sage ich mal, muss ich sagen, spielt sich das mit dem Controller besser. Was das Schießen etc. angeht, da muss ich sagen, beim Ballern, no way, Controller. Ja, geht, kann man machen, ist okay. Allerdings muss ich sagen, ich bin davon kein Fan. Ich habe GTA mit dem Controller auf der Xbox 360, als es rauskam, 2013, komplett durchgezockt. Innerhalb von, jetzt lass mich nicht lügen, 36 Stunden am Stück, 12 Stunden pro Tag gezockt ohne Ende. Also es war ein Hardcore-Wochenende und eine Hardcore-Nacht oder Hardcore-Nächte.
wirklich 24 Stunden, beziehungsweise 36 Stunden am Stück hätte ich nicht geschafft. Das wäre einfach zu lange, aber 12 Stunden am Stück, die waren schon heftig. Backup required. Officer under attack. Okay. Das war so geplant. Ich wollte hier unten mich verstecken. Nein, das war natürlich nicht geplant, meine Lieben. Das war, weil ich jetzt die Sirene eingeschaltet habe und damit vom Controller weg war und auf der Tastatur gedrückt habe. Auch wenn ich das hätte am Controller, glaube ich, aktivieren können. Ja, darüber. Okay, darüber kann ich das aktivieren, aber mehr auch nicht. Also Controller bietet halt nicht so eine große Steuerungsmöglichkeit, wie halt Attention all units in Palato Forest. Okay, der Kollege oder die Kollegin wurde angeschossen. Der da hinten ist auch mit Straftäter. Mit der Pistole kommen wir natürlich nicht weit. Haben erwischt. Tja. Ich würde sagen, wir bräuchten erstmal ein Local EMS. Und wir bräuchten... Ach, das war eine Motorrad, gegen den er hier angehalten hat. Hier brauchen wir den Inspektor hier. Ja, wir sind zwar Code 4, die sind tot. Aber... Wir müssen trotzdem, weil das hier ein Tatort ist, jetzt mal den Kollegen kommen lassen. Cool. I will respect the law. Ich werde das Gesetz respektieren. So, wo bleibt denn hier unser Cornerer? Unser nicht Cornerer. Ah, da kommt er schon da um die Ecke. Na, dann holen wir doch nochmal Close Near Roads. Sind die jetzt geschlossen? Ich weiß es nicht. Unter Backup ist das, ja. Wir brauchen auch nochmal eine Ambulanz für uns, eventuell. You can leave. Well, also wir können abhauen. Der Inspektor ist jetzt vor Ort und guckt sich den Tatort hier an. Achtung! Ja. Der Inspektor wäre fast angegriffen worden von diesem, sagen wir mal, Berglöwe, Berglöwe, ne? Davon ab. Die beiden kuscheln jetzt hier schön zusammen. Wie man sieht. Hallo, du sollst... Ihr sollt... Hallo? Ja, danke. Bitte... Hallo, ihr sollt euch nicht um diesen blöden Berglöwen kümmern. Ihr sollt euch... Dein Ernst? Wehe. Okay, the victim's name is Frank Timber. Wir müssen aber noch hier. Frank Timber. Wir müssen aber noch einen Kollegen hierfür haben. Und für da hinten brauchen wir auch noch einen Inspektor. Also die müssen wir jetzt natürlich immer einzeln rufen, aber das ist nicht schlimm. So, der überprüft jetzt hier erstmal alles. No, this one's gone. Ja, dann helf mir doch mal. Ich muss hier, ne? Hallo. Hallo. Hilfst du mir? Also der eine Inspektor ist jetzt auf dem Rückweg und ein neuer kommt, wenn ich das so richtig verstanden habe. So. Die Straßen sind jetzt hier komplett gesperrt, wie ich sehe. Das ist geil. Wir lösen mal die Straßensperre auf. Und wir haben einen Gefängnisausbruch.